Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Grüne werden diesen Gesetzentwurf und den Änderungsantrag ablehnen. Herr Kollege Sternberg, das wird Sie auch jetzt nicht sehr überraschen, weil das haben wir ja vorher auch schon darüber gesprochen, auch im Ausschuss schon. Ich glaube auch, dass Sie in Ihrem Beitrag noch mal die Bedeutung des Kulturfördergesetzes viel zu stark heruntergespielt haben, weil es doch, wie Kollege Schulter schon richtig gesagt hat, ein Gesetz ist, was bundesweit einmalig ist und worunter natürlich alle möglichen Aspekte der Kulturförderung subsumiert sind. Und Sie sprechen den Paragraphen 10 an, Sie haben aber verschwiegen, was alles in der Begründung zum Paragraphen 10 zu lesen steht. Und ich glaube, dass wir alle Möglichkeiten haben, das, was im Prinzip noch in dem Bereich zu leisten ist, im Rahmen des Kulturfördergesetzes, also im Rahmen dieses integrierten Ansatzes, dann auch zu leisten. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Deshalb haben wir politisch so entschieden. Und ich muss den Hinweis noch mal aufnehmen. Vielen Dank, lieber Herr Schultheiß. Es ist natürlich richtig, dass in den Jahren, in denen Sie nun die Möglichkeit hatten, sowas mal anständig zu beschließen, wie Sie es sich vorstellen aus Ihrer Sicht, haben Sie es auch nicht getan. Also muss es an der Stelle dann auch jedenfalls zu der Zeit die Dringlichkeit nicht gehabt haben, die Sie dem Ganzen jetzt geben. Ich würde sagen, wir sollten die Debatte nicht unnötig verlängern. Es ist viel Richtiges in dem Antrag geschrieben, aber er ist sozusagen systemisch nicht auf das angepasst, was wir wollen. Und eine kleine Finte, erlauben Sie noch, Herr Sternberg, ist natürlich schon eine Frage auch der, sagen wir mal, des Willens auch Ihres parlamentarischen Geschäftsführers, wo so ein Punkt stationiert wird hier in der Tagesordnung. Ich will einfach mal festhalten, in meiner Fraktion ist der Vorsitzende sogar anwesend bei dem Thema. Sie sehen, wir messen dem auch eine Bedeutung bei. Aber gleichwohl heißt das nicht, dass wir deshalb von vornherein zustimmen, nur weil möglicherweise ein oder andere in dem Antrag auch richtig ist, auch aus kulturpolitischer Sicht. Schlussstrich, wir werden jetzt beides ablehnen und wir werden dann in der neuen Legislatur sehen, wie wir mit dem Kulturfördergesetz und den Möglichkeiten, die uns in diesem Ansatz geboten sind, entsprechend umgehen. Bibliotheken sind im Mittelpunkt auch unseres Interesses und Sie sollten alles vermeiden, was den Eindruck erweckte, dieses Thema hätte im Landtag nicht seinen Platz, und zwar bei den Fraktionen, die hier im Landtag dazu sich auch engagieren. Vielen Dank und ein gutes Wochenende.